So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts 2. Im letzten Part sind wir hier in Hollow Bastion angekommen und ja, haben ein bisschen Probleme mit den Niemanden hier. Und wir machen den Kampf jetzt nochmal und ich habe jetzt gerade eben offscreen schon mal gegen ein paar Herzlose noch gekämpft und habe noch ganz schnell das Level abgeholt, damit wir direkt den Item-Boost hier drin haben und ausgerüstet haben. Erhöht den Effekt von im Kampf eingesetzten Items, die HP wiederherstellen, um 50%. Genau. So viel mal dazu und ich habe mal die ganzen neuen Symbole bei Jiminys Tagebuch weggemacht und jetzt gehen wir direkt wieder rein. Und schauen mal, dass wir dieses Mal den Kampf gut gemeistert bekommen. Also, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Es kann ja nicht sein, dass es so viel Zeit hier kostet, mit den paar Niemanden hier klarzukommen. Wow, das war ein bisschen... Der Effekt von dem Stellungsspiel war ein bisschen verzögert bei dem einen Dämmerling hier. Na, na. Irgendwas... Ah, okay. War ein Dämmerling, der ihn angegriffen hat. So, so viel mal dazu. Okay, ein Dämmerling noch und dann kommen die Samurais. Okay, 12 Uhr mittags. So, dieses Situationskommando macht insane viel Schaden und ich gehe drauf. Okay, doch nicht. Und das macht eben Flächenschaden. Da schade ich allen Gegnern. So, und dann muss ich schnell reagieren. Muss ich rechtzeitig dieses Kommando nutzen, Nein! Oh, come on! Wow. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie viel Damage drückt das denn? Unglaublich. Ja, mit 12 Uhr mittags, das ist ganz cool. Man muss halt versuchen, dass man Man darf nicht zu lang brauchen. Man muss direkt das entsprechende Kommando in der Liste erwischen. Weil wenn man zu lang braucht, dann, ja, killt uns der Samurai. Also er macht halt viel Schaden, aber in unserem Fall killt er uns. Wow, Wahnsinn. Dass ich so viel Struggle gerade hier habe. Das gibt es doch nicht. So, vierter Versuch. So, der erste Dämmerling gleich mal weg. Leon hält die schön da hinten auf. Ey, hörst du auf? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, ja klar, die Dämmerlinge sind kein Problem, aber irgendwie mit den Samuraien. Warum auch immer ich gerade mit denen nicht so klarkomme. Das verstehe ich nicht ganz. So. Dann... Machen wir gerade den einen schon mal gleich mit Eismagie so viel Schaden wie möglich. Wir versuchen mal unsere... halt ein bisschen Distanz zu den Gegnern zu wahren. So, das war schon mal mit den Kriechern hier. Und da kommen noch ganz viele Dämmerlinge. So, wo sind die anderen... Die anderen Samurai? Da hinten. Okay, das war's auch mit unserer Magie erstmal. Wow. Nein, 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 nein. Also vor allem dieser Finisher von den Samurai macht insane viel Schaden. Und da kommt schon wieder einer rum. Wieder eine Potion. Ich muss halt vor allem versuchen, dass ich dieses Situationskommando auslöse. Okay, da wäre einer weg. Okay, sehr gut, Leon. Okay, da vorne sind noch ein paar Dämmerlinge. Versuchen wir es mal. Das Tor hält noch ein bisschen durch. Der andere ist gerade beschäftigt, noch in der Luft. Na los, jetzt der letzte. Jawohl, das war's. Und wir haben das Feuerelement erhalten. Das war viel zu stressig. So viel Ärger sind die gar nicht wert. The Keyblade. A truly marvelous weapon. Were it only in more capable hands? Show yourselves! Organization 13! Good, now we can settle this. What a shame. And here I thought we could be friends. Scrap! What should be the idea? Oopsie daisy.
Move! Now, do you think that's polite? Shutting me down like that? I said get out of the way! As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. But we are gonna make you move. See, that would work if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Huh. Tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Oh dear. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is? Remind me? That's right! He used to give me that same exact look. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee, I just don't know. Be a good boy now. Wait! That, he got away. That was weird. Who gave him the same look? You know, I think he was just trying to confuse you. Yeah, you're right. Only one me. The Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. Huh? Wow! Huh? What's this? Gorsh, you think? Now I get it. That must have been the gate Yen Sid talked about. Oh, boy! Sorry to run, Leon. But other worlds are calling. Organization 13. They look tough. Be careful out there. See you soon. Okay, wir haben den geheimen Anzeigenbericht erhalten. Und ja, ein Schlüsselloch geöffnet. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart. Unlike all of us here. He had better be, or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to wait. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Now go.
Auch eine sehr, sehr coole Cutscene, wie ich finde. Benutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern. Fliege ihr die kosmischen Pfad, den kosmischen Pfad auf dem Bildschirm an, der durch ein Tor gekennzeichnet ist. Wenn du an deinem Ziel angelangt bist, drücke Dreieck, um zu landen. Man kann nicht auf Welten landen, die nicht mit kosmischen Pfaden verbunden sind. Mach die kosmischen Pfade passierbar, um sie mit den Welten zu verbinden. Genau, das sind die neuen Gummijet-Missionen und das ist eben in Kingdom Hearts 2 wesentlich besser als im ersten Teil. Ja, diese Organisationsszene, gerade in diesem Thronraum, nenne ich es mal, das ist auch eine exklusive Szene für den Final Mix. Also, auch wahnsinnig cool. Einfach interessant, dass da jetzt schon mal so ein bisschen die ganzen Personen angeteasert worden sind. Und mir ist gerade erst aufgefallen, dass der eine, der gesagt hat, ja, so, also ich möchte mir nicht unbedingt die Hände schmutzig machen und so weiter, dass er vorher noch so ein Peace-Zeichen gezeigt hat. Das ist ja unglaublich cool. Ja, das ist ein cooler Dude. Nicht unbedingt mein Lieblingsmitglied der Organisation, aber ja, er ist auch cool. Dann, bevor da Verwirrung aufkommt, wir haben ja im ersten Teil immer Schlüssellöcher verschlossen, wenn ihr euch da erinnern könnt. Und jetzt hier in diesem Teil öffnen wir welche, aber das sind nicht diese Schlüssellöcher zu den Herzen der Welten, das sind einfach nur die Pfade, die wir öffnen. Also jetzt hat das Schlüsselschwert einen Nichtstrahl losgesendet und hat damit quasi einen neuen Pfad geöffnet, mit dem wir zwei neue Welten ansteuern können. Und zwar über diese Tore hier, die müssen wir erst abschließen und dann können wir die Welt betreten. Als erstes würden wir mal zu der hier gehen. Ja, genau, der Asteroidenpfad. So, man muss zwischen den Welten vor allem nicht mehr eine Gummijet-Mission. Also man muss einmal eine Gummijet-Mission machen, um die Welt quasi freizuschalten. Und dann kann man direkt immer zu den Welten gehen. Man muss nicht nochmal eine Mission machen. Das ist sehr, sehr viel besser im zweiten Teil. Aber auch die Gummijet-Missionen allgemein sind im zweiten Teil wesentlich besser. Und wisst ihr, ich denke mal, wir machen direkt einen neuen Gummijet. Und ich zeige euch mal direkt das optimale Gummijet-Layout, denn das ist ein bisschen, ich nenne es mal interessant, wenn man das vorher noch nie gesehen hat. Ja, und zwar das beste Layout für einen Gummijet in Kingdom Hearts 2 ist folgendes. Und zwar muss man einfach nur ein großes Quadrat machen. Aber vor allem wichtig dabei ist, dass das Quadrat in der Mitte leer ist. Ich erkläre euch auch gleich warum, das werdet ihr in Kürze sehen. Mehr brauchen wir an der Stelle erstmal nicht. Und zwar, das sind jetzt die ganzen für den ganzen Korpus, sage ich mal, die Teile. So, Farben, wir können es noch einfärben, aber ich bin sehr zufrieden mit Rot, weil ich mag Rot. So, dann Bewegungsgummis. Wir packen mal... Das ist zu viel besser, das Gummijet-Menü im zweiten Teil. So, wir packen mal direkt ein paar... Oh, hoppla. Das war ein Antrieb zu viel. Wir packen mal ein paar Antriebe rein. So. Flügel brauchen wir nicht. Wir brauchen noch ein paar Waffen. Und zwar... Ja, Feuergummis. Drehen wir das mal so. Und dann noch... Oder machen wir das mal so. Und ich wundere mich, ich lege das absichtlich direkt in den Rand mit rein. Ist vielleicht auf den ersten Blick dann irgendwie... Schaut komisch aus. Also, na gut, das ganze Ding hier sieht komisch aus, aber... Hat alles schon seinen Sinn. Das macht man alles aus einem ganz bestimmten Grund. Aktionsgummis, da haben wir noch keine. Okay, aber das reicht auch erstmal. So, Entwurf speichern. Nennen wir das Teil einfach mal Jeff. Okay. Alles klar. Damit haben wir auch schon unser Gummijet. Also, ihr werdet jetzt auch gleich sehen, ich werde euch jetzt erklären, warum man den Gummijet so baut oder warum das optimale Modell ist. Also vom Grundlayout her. Es schaut total lächerlich aus, aber es hat schon alles seinen Sinn. So, dann jetzt habe ich die Animation übersprungen. Naja, egal. Werden wir auf jeden Fall noch öfter sehen. So, grundlegende Steuerung. Benutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern und drücke X, um zu schießen. Ich hätte noch ein Lasergummi einbauen können, fällt mir gerade ein. Naja, jetzt haben wir halt mal keinen. Ist nicht so schlimm. Die Sache ist, alle Gegner, die hier rumfliegen, werden auf die Mitte des Körpers vom Gummijet schießen. Das heißt, alle Projektile, die auf uns zufliegen, also fast alle Projektile, können uns nicht treffen, weil unsere Mitte leer ist. Also auf diese Art und Weise sind wir unverwundbar. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Also es gilt nicht für alle Projektile, aber für die meisten. Und so müssen wir uns halt überhaupt keine Sorgen mehr machen. Und wir müssen bei den Gummijet-Missionen, wie es hier im zweiten Teil ist, Gegner besiegen. Die lassen dann solche Medaillen fallen. Und diese Medaillen
müssen wir einsammeln und dann geht unsere Medaillenlevelchen oben links nach oben. Also gerade sind wir auf Stufe 9, jetzt sind wir auf Stufe 10 und so weiter. Es geht bis Stufe 30 und wenn man Stufe 30 erreicht hat, kriegt man zum einen auf jeden Fall mal einen Damage Boost. Und sobald man einmal getroffen wird, sinkt die Medaillenstufe wieder um ein Level. Und man möchte natürlich Level 30 behalten. Und das ist das Ziel bei der ganzen Sache. Es gibt ja auch ein paar spezielle Gegner, wie diesen Rotleuchtenden hier. Und wenn man die besiegt, kriegt man andere Gummijet-Teile. Und das Ganze wird noch ein bisschen umfangreicher mit der Zeit. Aber zu viel erstmal dazu. Das ist jetzt erstmal hier alles schön smooth sailing. Ja, ihr seht, die Gegner können uns nicht treffen, weil die Projektile der Gegner alle auf die Mitte unseres Gummischiffs steuern. Also von daher alles kein Problem. Hier noch schön das Zeug einsammeln. Mal schauen, ob wir auf Level 30 kommen. Also auf Level 20 sind wir schon mal, das ist nicht schlecht. Aber ja, die Gummijet-Missionen sind im zweiten Teil so viel dynamischer und schauen insgesamt einfach viel cooler aus. Ich habe ja schon öfter gesagt, also in Kingdom Hearts 2 ist so ziemlich alles besser, was geht. So, und da ist noch einer. Die Lasergummis funktionieren hier auch ein bisschen anders. Aber da habe ich jetzt gerade keine eingebaut, von daher können wir das jetzt noch nicht anschauen. So, dann noch einer. Schön die Medaillen alle einsammeln. Hinter uns tauchen wieder welche auf. So, da werden wir schon auf Stufe 27. Also schauen wir mal, ob wir auf Level 30 kommen. Ja, ein Level noch. Ein paar Medaillen brauchen wir noch. Ja gut, Level 30. Und jetzt haben wir auch den Damage Boost. So, sehr schön. Und jetzt schießen wir hier mal noch ein bisschen Asteroiden kaputt. Und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Wir können von den Asteroiden natürlich auch getroffen werden. Und schnell durch und wunderbar. Die erste Gummijet-Mission wäre damit geschafft. Okay, Missionstypen 1 und 2 freigeschalten. Und den Highwind Level 1 erhalten. Und noch den Falcon Level 1 erhalten. Zwei neue Gummijet-Modelle, die direkt vorgefertigt sind. Gravitas Gummi und ja, wir haben alles bis auf 1 eingesammelt. Okay, das bekommen wir wahrscheinlich noch durch, wenn wir eine Mission machen. So, jetzt ist dieser Pfad freigelegt und jetzt können wir zu jedem Zeitpunkt einfach direkt zu dieser Welt hinfliegen. So, und wir könnten jetzt wieder da reingehen und dann diese Mission nochmal machen, diese Level 1 und Level 2 und bekommt dafür dann weitere Schätze. Aber das ist alles nur, das ist alles optional, das hat nichts mit unserem Playthrough auf quasi dem Land zu tun, sondern nur, also alles, was man in den Gummijet-Missionen macht, bleibt in den Gummijet-Missionen. Und man findet auch in Schatztruhen in den Welten keine Gummiteile mehr. Es ist insgesamt sehr, sehr viel besser gelöst hier in Kingdom Hearts 2. Na gut, dann die nächste Welt, das Land der Drachen. Vielleicht kommt ihr auch schon drauf, welche Disney-Welt das ist. See that, Mulan? It's Shan Yu, leader of the Hun army. Come on, girl. This is your big chance. I can see it now. Fa Mulan whoops public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to preserve the Fa family honor. I just hope I don't get discovered. Whatever. You're just scared. Admit it. Aren't you? Huh? Uh-huh. Let's get the jump on him. Gorge! Maybe we better look before we leap. Ah! Is that Mushu? That's right. I know you heard of me. I'm little, lethal, and legendary. Now y'all scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu. We missed you. Yeah, well, you better hope I miss you, or else you're Sora, Donald, Goofy. Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, you know I help these guys out of a lot of tight spots. Because I'm a mighty dragon, right? No.
Something like that. And you are? I'm Mulan. I mean... Ping! Mulan Ping! Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Ah, they don't mind. Ain't that right? Sounds fair. See, Ping here was just on his way to join the Imperial Army. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Huh? What? You're a girl? You didn't notice? Not me. I think it's working. I don't know. Those two would fall for anything. I'm right here. Ja, das Land der Drachen, Land of the of Dragons. Direkt mal zum Anfang eine meiner Lieblingswelten und unglaublich cool auch mit Mushu. Gut, Ping ist jetzt bei uns mit in der Gruppe drin und wir können Ping für eine Weile nicht aus der Gruppe rausnehmen. Wir nehmen aber auch erstmal Goofy mit in die Gruppe rein, weil ich nach wie vor die Heldenform nutzen möchte. Sie hat weiter keine Fähigkeiten. So, Einstellungen. Ja, muss ja weiter nichts ändern. Ich möchte nur, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das so lassen möchte. Egal, lassen wir erstmal so. Aber auf jeden Fall, Mushu hat uns in Kingdom Hearts 1 wirklich oft aus der Patsche geholfen, weil ich meine, hallo, er hat zwei Phasen von Anthem gelegt und, wie heißt der Bossgegner? Der auch am Ende der Welt, der in dem Vulkan, der von Phantasia. Ich komme immer nicht drauf, wie er heißt, der Teufel. Auf jeden Fall, den haben wir auch mit Mushu im Kingdom Hearts 1 Projekt gelegt und weil Mushu einfach mega sick ist in dem Spiel. Genau. Und ich muss jetzt mal anmerken, das müsst ihr in diesem Spiel immer bedenken, Goofy ist the smart one. Also der hat immer den Durchblick, der Kerl. Das Brain einfach. Der ist das Brain der Gruppe. Der rafft alles, den kann man nicht täuschen. Weil der Unterschied zu Kingdom Hearts 1, also der Kerl hat echt was drauf. Ganz wichtig noch hier bei dem Menü, da bin ich sehr, sehr, sehr lange nicht drauf gekommen. Bei meinem allerersten Playthrough in diesem Spiel damals. Also wir haben jetzt hier andere Menüpunkte und zwar steht jetzt hier Wechsel. Wir können jetzt Goofy rausnehmen und dafür direkt Donald holen, auch im Kampf. So. Und man kann einfach mit einem Druck auf Steuerkreuz nach links, kann man hier das wechseln. Und da haben wir eben hier Angriff mit Wechsel und dann noch ein paar verdeckte Sachen und dann hier die üblichen Sachen. Alles klar, und da haben wir auch nochmal eine Schmiede. Okay, wir können es auch ein bisschen einkaufen. Boah, da könnten ein bisschen Rüstung einkaufen, aber möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht machen. Itemherstellung, wir haben noch ein bisschen was zum Abgeben. Herstellen können wir noch nichts. Na gut. Aber bevor wir uns jetzt hier im Land der Drachen eine unglaublich coole Welt, bevor wir uns hier umsehen, würde ich mal sagen, das war's mit Kingdom Hearts 2 für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und dann im nächsten Part, schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Also, bis dahin, ciao!